Wir sind beim kleinen Levi und seiner Mutter Petra Herzberg zu Hause. Gerade jetzt ist sie sehr wachsam, wenn sich der Nachwuchs etwas warm anfühlt. Alles okay? Guck mal hier, doch, wir müssen mal Fieber messen, mein Schatz. Komm. Die Temperatur misst die Mutter mit einem herkömmlichen Fieberthermometer. Das ist bei kleinen Kindern nicht immer einfach. Nicht drauf rumkauen. Mach mal den Mund zu, lutsch das mal. Levis Temperatur ist normal. Er muss die Prozedur nicht noch mal über sich ergehen lassen. Anders wäre es, wenn er wirklich Fieber hätte. Ja, es ist schon belastend. Man muss es halt auch häufiger tun, weil die Temperatur ja nicht am ganzen Tag gleich ist. Also man weiß, morgens ist die Temperatur anders als mittags und am Abend noch mal anders. Nachmittags steigt es meistens noch. Gerade jetzt sind viele Eltern schnell beunruhigt und überprüfen über den Tag verteilt noch stärker, wie es dem Kind geht. Eine Erfindung von Greta Kreuzer soll das jetzt vereinfachen. Sie hat mit ihrem Mann ein Gerät entwickelt, das kontinuierlich die Körpertemperatur misst. Das ist ja ein tragbares, kontinuierliches Fieberthermometer. Das heißt, der Sensor wird einmal ins Ohr gesetzt. Ich mache das jetzt einfach mal. Dann kann es da auch die ganzen fieberkranken Tage bleiben. Und als Display fungiert ein Smartphone, mit dem der Sensor per Bluetooth verbunden wird und jede Sekunde einen Temperaturwert an das Smartphone schickt. Hier können die Eltern die aktuelle Temperatur und den Verlauf über den Tag sehen. Mit einem Heizkissen demonstriert Greta Kreuzer, wie sich die Verlaufskurve bei steigender Temperatur ändert. Eine kleine rot blinkende LED an der Erfindung zeigt zusätzlich eine kritische Temperatur an. So können Eltern sofort erkennen, ob sie handeln müssen. Greta Kreuzer ist selbst Mutter. Die Idee für das neue Fieberthermometer kam ihr, als eines ihrer Kinder krank wurde. Meine älteste Tochter hat während einem Infekt, während sie schon seit einem oder mehrere Tage mit Fieber da lag und sogar neben mir lag, urplötzlich einen Fieberkrampf bekommen. Und das war ein sehr schreckliches Erlebnis, weil man als Mutter der Meinung ist, das Kind stirbt neben einem. Das ist wirklich, sie hat die Hände nach oben geworfen, war nicht mehr ansprechbar, ist blau angelaufen und war stocksteif. Ihrer Tochter ging es kurz darauf wieder gut. Was halten Ärzte und Eltern von der Erfindung? Und wie kommen Kinder damit klar? Wir besuchen Kinderärztin Dr. Melanie Ahaus in ihrer Praxis in Leipzig. So. Einfach erstmal drauflegen. Moment. Genau. Nach innen jetzt so? Ja, genau so. Jetzt hier rein? Mhm. Ja, das passt schon. Oh. Das war jetzt easy. Das lässt sich ja wirklich sehr leicht biegen. Stört dich das? Da sieht man die aktuelle Temperatur. Wenn man länger misst, sieht man eine schöne Temperaturkurve. Halt, stopp! Wir wollen doch mal gucken, was mit dem Handy passiert, wenn wir das am Ohr haben. Also am Anfang, Klar. Genau, man setzt es rein und das Kind ist so, okay, was ist das? Und fummelt dran rum. Mhm. Aber wenn man es schafft, dann das Kind abzulenken, dann vergessen sie es auch, dass sie es im Ohr haben. Wenn ich jetzt ein anfälliges Kind hätte, was häufig fiebert, kann ich mir das gut vorstellen, ja. Und was sagt die Ärztin? Ich bin bei sowas immer so ein bisschen skeptisch, weil das für mich in der heutigen Zeit schon wieder den Fokus weg vom Kind auf das. Die Eltern gucken dann immer auf das Handy, wie geht's meinem Kind, und fragen damit ihr Handy. Und ich ganz oft kommen auch Eltern mit so Excel-Tabellen über die Fieberverläufe der letzten 24 Stunden in die Praxis, und dann frage ich mich ja, wie ging's denn ihrem Kind? Dann sagen die, ja, das sehen Sie doch auf der Tabelle. Ich so, nein, wie ging es Ihrem Kind? Hat es gegessen, hat es geschlafen, hat es gespielt? Wie sah es aus? War es blass, war es rosig? Und das können dann die Eltern oft gar nicht beantworten, weil der Fokus zu sehr auf der Technik liegt. Und das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Für mich persönlich macht es sehr viel leichter, wenn ich sehe, was passiert. Ich sehe, okay, ich habe jetzt eine Wadenwickel angelegt, weil ich das von meiner Mama gelernt habe. Und tatsächlich, es wirkt. Und es wirkt sogar sehr viel schneller als ein Medikament. Ob medizinisch sinnvoll oder nicht, Eltern könnte die Erfindung beruhigen. Die Erfinderin hat die medizinische Zulassung beantragt.